Deutsche Memes, die einen Doppelgänger haben, da sehe ich mich. Ich hätte auch gern einen, damit ich mich mit. Ach, wenn ich einen Doppelgänger hätte, Chat, wenn ich einen Doppelgänger hätte, no joke, oder zumindest einen Zwillingsbruder, dann würde ich mit mir selber einen Dreier machen. Dann würde ich mit mir selber einen Dreier machen und dann könnte ich mir selber quasi beim Bumsen zuschauen. Wäre sehr, sehr krass. Wäre sehr, sehr krass. Würde ich safe, Bro. Also, no joke, würde ich absolut machen. Wenn der genauso, also Doppelgänger, wenn der genauso wäre wie ich. Nicht so anders, wisst ihr, was ich meine? Naja, komm, scheiß drauf. Memes. Sieht man das? Ja. Ja, sieht man. Darauf erstmal ein Stößchen. Let's go. Oh. Bro. Was? No joke, Akani scheißt mir nur die Wohnung. Der macht nichts Sinnvolles und die können so Tricks. Stimmt. Ruth, Flix, Panda, dankeschön. Wenn beim Familienessen über das Thema Rente sprechen. Wenn wir beim Familienessen über das Rentethema, Thema Rente. Ihr wisst, was da steht. Du musst nur für drei Jahre. Eigentlich sind Rentner genauso wie Babys. Mhm. Weil die sind so useless, basically. Ist so. Und scheißen sich voll. Gut, nächste Frage. War ein Witz. Ich habe, glaube ich, eine andere Religion wie die meisten Menschen auf diesem Planeten. Okay. Möglichst viel Spaß haben im Leben. Das ist keine Religion, das nennt man Hedonismus. Möglichst viel Freude. Das nennt man Alkoholismus, wenn... Luxus und Genuss statt Ärger und Verdruss. Wie alt ist die? Sehe ich mich. Ach, ich habe echt ein Problem, Alter. Wirklich, no joke. Ich merke einfach, dass ich wirklich ein krankes Problem habe. Ich habe wirklich ein krankes Problem. Ich muss mal irgendwann in so eine Kammer eingesperrt werden für 4 Tage oder so, damit ich mal wieder klarkomme. Hä? Mein Bro und ich im Bio-Unterricht. Rippe? Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber der hat doch nur 20 Rippen oder so. 20 Rippen? Weißt du, wie viele Rippen Mensch hat? Stimmt. Wie viel mehr Rippen Mensch? 800. Na, ja, ich glaube 19. 7? Der Mensch hat 12 Rippenpaar. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Abdi! Wir progressen hart. Dann wollte sie gehen. Ich saß eigentlich nur am Automat, wollte in Ruhe spielen. Sie hat dann, wie gesagt, vorher wieder so Anspielungen gemacht, sich auf meinen Schoß gesetzt, hat meinen Schwanz ein bisschen angepasst, als er steifer. Digga, Monte einfach eiskalt mit Latte im Casino. Ganz entspannte Story, Digga. Das letzte Mal, wo ich eine Latte irgendwo hatte, bin ich rausgeflogen und es war nicht ein Sexclub. Oder ich habe ihr vielleicht auch gesagt, ob sie mal kurz anfassen könnte. Okay, passt soweit, alles klar. Ich hatte mal, ich erinnere mich daran, das ist ganz weird. Okay, ganz kurz eine weirde Story. Ich war mal in der Kirche und das war so in der, keine Ahnung, 8. Klasse oder sowas, so Weihnachtskarnevalsmesse, ich weiß nicht mehr. Irgendwann waren wir mit der Schule mal in der Kirche so. Kann auch so sein, Kommunion, nee, Firmung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich da mal eingeschlafen, bin so weggeschlafen und dann bin ich aufgewacht, weil man kennt das ja so, diese Typen mit dieser Tragebong, wie heißt das, dieses, wo Weihrauch rauskommt, bin so eingeschlafen, diese Tragebong hat mich so müde gemacht, so, dieser Weihrauch, bin weggepennt und dann bin ich aufgewacht, und hatte einfach so eine knallharte Erektion. Ich hatte so richtig, wisst ihr, was ich meine? Ich hatte so richtig, so hatte ich, ne? Und ich hatte eine Jogginghose an. Und mein Homie hat das gesehen. Ja, ich bin halt irgendwie weggepennt und habe direkt einen hochbekommen. Ich weiß nicht, warum so. Keine Ahnung, mein Homie hat es so gesehen. Hat so drauf geguckt. Hat seinen Kopf geschüttelt und hat dieses scheiß Buch genommen. Und so drauf. So drauf gehauen. War schmerzhaft. War sehr, 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 sehr schmerzhaft. In der Kirche drinne. In der Kirche, Alter. Sehr, sehr wild. Aber immer noch besser, als wenn der Pfarrer kommt und sagt, was hast du denn da? Also von daher passt es. Hallo? Kenne ich nicht das Gefühl. Also ich kack immer so. Kann man eine Zeit lang machen. So geht, bin ich ja, immer kacken. Ne? Mach mal den Rücken gerade. Und ich lege meinen Kopf immer auf den Waschbecken. Und steht in der Vase. Ja, ja. Ja klar. Ein ja, klar. So kack ich immer. So ist doch der Abwurf. Ja, mach mal den Rücken gerade. So, und jetzt mach einen den Fuß hoch. So kann ich nicht kacken. Höher, noch höher, der ist ja noch höher. Ja, so kann ich doch nicht kacken. Ja, der ist abgestellt, Mann. So kann ich nicht. Doch, du wirst es.
Ist sehr, sehr geil, sieh dort rechts. Sehen, wie das fließt. Was? Wenn ihr aus Spaß einen riesen Dildo bestellt habt und dann auch wirklich geliefert wird. Wie soll man sich das denn in den Arsch stecken? Und Bruder, Corona-Impfung gut überstanden? Ja, Bruder. Kann losfahren. Aua. Habt ihr aktuell auch diese TikToks, wo sich so Frauen so Creme, die so aussieht wie Kamm ins Gesicht machen? Ja. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach passiert. No joke. Und dann machen sie so, ups, irgendwie so, so ein Sound dazu. Mhm. Und dann gucken die so in den Spiegel und fangen so an zu weinen. Ja. Weil die es vermissen wegen Corona. Safe. Kevin und ich teilen uns, glaube ich, einen TikTok-Account, eine For You-Page. Und da steht so darunter, I should text him. Ja. Real Makkas. Same, ich hab die auch nicht. Ey, ich hab sogar so TikToks, ich hab so auf meiner For You-Page TikToks drauf, wo so eine Frau immer so auf die Kamera rotzt. Ich weiß nicht, ich hab das nie geliked, das ist einfach gekommen. Ich hab so Frauen, die ganze Zeit auf die Kamera rotzen bei mir auf TikTok. Das. Und ich hatte heute so ein TikTok irgendwie, wo so eine Frau sich mit ihrem Arsch die ganze Zeit auf das Handy gesetzt hat. So, ich weiß nicht, ich habe das nie geliked. Man sagt immer, TikTok-Algorithmus ist der beste, aber ich krieg nur Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich will doch nicht angerotzt werden. Digga, während Corona, Bro. Jägermeister, dankeschön. Real Markers, dankeschön. Ich habe auch noch nie so eins gehabt. Ja, same, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie Kevin eingeblasen. Haha, was ist dein Algorithmus? Nein, Maxi, ich glaube, dein Kollege von mir hat da irgendwas geändert oder so. Aber wäre lustig, wenn es die geben würde, oder? Ja, true, Kevin, Alter. Genau. Oh. Okay. Ja, nee. Wo waren wir stehen geblieben, Junge? Ich glaube da, dass Kevin hat das ganze Bonkwasser getrunken. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Was an Snapchat Volksverblödung? Bruder. Stattdessen die kleinen Bengel ihre Zeit draußen verbringen mit dem Fußball oder meinetwegen mit dem Playmobil auf der Wiese spielen. Oder sich ein Lego-Schwert ins Pissloch stecken. Schicken sie sich irgendwelche dämlichen Bilder mit Hundefiltern. Willst du mir erzählen, dass das keine Verblödung ist, oder was? Wahnsinnig. Hat er recht. Hässlich und auch immer beste Ausrede, ich habe kein Snapchat. Schick mir einfach woanders das Bild. Wenn meine Freunde mich auf Instagram Bilder vor 5 Jahren ansprechen. Tim, dankeschön. Teilweise schäme ich mich immer noch heute, was da in die Vergangenheit passiert ist. Aber letztendlich ist es passiert. Oh, guck mal, was die Gucci-Oma heute so macht. Oh, Gucci-Oma! Was geht hier ab? Alter, no joke, der würde ich Schutzgeld bezahlen. Heute ist Gangsterparty. Alles klar, Digga, stabile Blanz, die sie da liegen hat. Gangsterparty, mein Glas sagt, ich bin auf der Gangsterparty. Boah, Digga. Da ist Jeremy Fragrance aber hungrig. Hoka fragt, warum ich so viele Fehler im Gebet mache. Ich stehe auf Marokkaner, Baba Locken, Seiten auf Null. Zu Baba Lacoste Anzug. So. Gelbe Blase, ich hab bei Angst. Afrikanische Blase? Warte. Ja, 2 Eis mit Kameran. Keine Bayernhose an und ein Jever. Aber wie kann der so doll aussehen wie ich? Trimax Bruder sieht so aus wie Trimax. Ich würde gerne mal, dass das Gesicht sieht. Das kann doch gar nicht sein. Das bin ich nicht. Das bist du. Ich habe gerade das Bild gesehen und dachte mir so, hä? Ich bin ja, das würde ja passen. Ich bin ja oft mit Selina irgendwo an der See hier. Ist das See? Sieht so aus hier, ne? Dünn und sieht aus wie auf Dings. Dark Max einfach Ehrenbruder. Aber ich bin ein bisschen fetter. Und das sind auch nicht meine Füße, Alter. Ich hab andere Zähne. Ich hab größere Treter. Ja, stimmt. Aber der sieht... Zweimesser hat so Ogerfüße. Wahnsinnig doll aus wie ich. Aber, Digga, auf der Perspektive... Alles Bart, Frisur... Die Eltern sind auch die gleichen. Selbst Ohr geht durch. Der hat gleiche Ohr wie ich. Ist ganz schön nah dran. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. 20 Minuten, 30 Minuten Warzone. Dann ist mir aufgefallen,
dass die neue Map mir nicht so taugt. Mhm. Dann bin ich in Cold War reingegangen und habe ein bisschen Multiplayer gespielt, um ein, zwei Waffen freizuschalten für Warzone. Mhm. Da habe ich innerhalb von einer Viertelstunde einen Ausraster geschoben, bin wieder raus. Und dann habe ich noch eine halbe, dreiviertel Stunde Tony Hawk's Pro Skater Online gezockt. Und dass das illegal ist. Was machen wir? Das ist illegal. So, jetzt passt mal auf. Ihr bleibt jetzt hier stehen, ich rufe die Polizei. Der fängt instant an zu heulen, wie chillig, wie schnell. Ich ruf jetzt die Polizei. Und wisst ihr, was das Beste? Hä, wie kann der so schnell heulen? Was daran ist? Hey, ich hab doch nichts gemacht. Das Beste. What the fuck? Leute, das war nur ein Spaß. Das ist so geil, wenn der Schwanz mit den Eiern so eingepackt ist. Ja, das ist so der hat recht. Zusammen fixiert. Ja, richtig so. Als hätte man so den Schwanz quasi mit so Klebeband an die Wand geklebt. Und bei Boxershorts ist es. Aber man nimmt die Wand halt mit. Richtig. Ich habe gar nicht zugehört, was Kevin gesagt hat. Was? Als hätte man den Schwanz auf die Eier geklebt mit der Wand? Was sagt ihr? Ich habe dem gar nicht zugehört, was der gesagt hat, der dumme Wichser. Das ist so geil, wenn der Schwanz mit den Eiern so eingepackt ist. Ja, das ist so zusammen fixiert. Ja, richtig so. Als hätte man so den Schwanz quasi mit so Klebeband an die Wand geklebt. Als hätte man den Schwanz mit Klebeband an die Wand geklebt? Und bei Boxershorts ist es so. Aber man nimmt die Wand halt mit. Richtig. Was? Bro, was? Voll witzig, Alter. Männer denken auch, die haben Rechte. Geht mal was jagen oder so, bau mir ein Haus, hä? Voll witzig, Alter. Die Spülmaschine kann sprechen. Digga, ich will diese Erinnerung aus meinem Kopf löschen sofort. Assalamu alaikum. Minki torada. Was? Muslima Sabuni Alif. Weißt du, wie viele Leute können sich an Kondome leisten? Kostet nicht so ein 10er-Pack Kondome 12 Euro oder so? Das weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Kann man die nicht wiederverwenden, Kondome? Einfach waschen und dann trocknen, aufhängen? Nee, sorry, tut mir leid. Kleiner Witz, das war ein Witz, ich weiß das. Ich auch. Kostet so ein 10er-Pack 12 Euro, kann das sein? Ich glaube, doch. 10er, 7, 8, 9 Euro, 5, 4, 3, 2, 1. Ja? 8 Euro? Okay, oha, wie gut manche das schreiben. Ja. Einer schreibt 8,70 Euro so. Direkt genau im Preis einfach. You love me? Mm-hmm. I love my mommy. Aww, baby. Mommy? Yes? What are you? Bro, chill out! What? What are you doing? It's good for Snapchat, y'all. Why are you recording though? Ich bin... Ey, das stimmt no joke nicht. No joke. Ich bin mehr zufrieden mit meinem Schwanz. Ich bin mehr zufrieden mit meinem Pimmel. Und da kann man auch andere Leute, bin sehr zufrieden. Im Stream, mein Pimmel ist nicht extrem klein. Das ist auch Simon. Er ist wirklich deutlich über dem Durchschnitt. Das kann ich so sagen. Es ist einfach so. Ich muss damit leben. Es ist auch nicht leicht für mich. Ja. Das stimmt nicht. Hallo. Hallo. Hey. Und, du hast ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Ja, ich hab ihn gesehen, das Mikro klingt. Und ich muss dir es ist sagen, nicht Mikro, es ist doch nicht Mikro. Es ist nicht schlimm. Hä? Was soll denn das? Mein Pimmel ist nicht klein? Hallo? Was ich? Einfach nur unfair. Schade, dass Unge wieder Lügen erzählt, wirklich. Aber Unge wird von mir sowieso noch abgemahnt und dem breche ich die Beine mit einem Baseballschläger. Zocken. Aktuell zocke ich ETS 2, also European Truck Simulator 2. Chilliges Game. Das macht einigen Spaß. Aktuell auch ein Survival-Game, Conan Exiles. Chillig, Bro. Ja, ist von Funcom, gibt's über Steam. Mhm, geil. Ist auch nicht teuer, aber Memoria ist billiger. Okay, danke. Ja, dann ich hab so viele Sachen gezockt. Ich hab Diablo 3 gezockt. Chillig. World of Warcraft.
Ey, sollen wir mal einen Rust-Duo-Run machen? Da sehe ich uns. Bis Mist of Pandaria Level 90 gezockt und dann war mir das ein bisschen zu kompliziert geworden. Ich will ja nicht denken müssen. Ja, ein paar Ballerspiele natürlich, was weiß ich, Call of Duty, Ironside. Gibt auch aufs Team. Aber zu viele Cheater. Aber Cheater gibt's ja überall. Ja, klar. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, w krainę zapomnieć.